Hi Leute, ich beginne das heutige Video mal mit einem einzigen Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich den jemals bringen würde. Das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben. Und ich weiß, es sind auf meinem Kanal einige Jüngere, einige in meinem Alter, aber auch einige Ältere unterwegs. Aber nun, was hier passiert ist, also eine absolute Eskalation an einer Berliner Schule mit 49 Verletzten, ganz ehrlich, das macht sogar selbst mich sprachlos. Im heutigen Video gehen wir auf die Hintergründe ein, warum es denn genau zu dieser Eskalation gekommen ist. Natürlich auch ihr könnt da draußen heute mitmachen. Hat es das zu eurer Zeit auch schon gegeben? 49 Verletzte an einer Schule wegen eines Spielzeugs? Ich glaube eher weniger, aber schreibt es mir gerne unten rein. Ansonsten vergesst mir nicht das Abo, nicht das Like. Jetzt geht's los mit dem heutigen Thema. Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve, an all die Anleger da draußen. Die Anlagestrategie für 2024 habe ich heute das Skript endlich beenden können. Und voraussichtlich zum kommenden Wochenende wird das Ganze hier auf meinem Kanal eingestellt werden. Freut euch drauf, jetzt aber zum Berliner Thema. Teenager greifen Lehrer und Polizisten an. Anscheinend für die heutige Zeit ganz normal, besonders in Berlin. 49 Verletzte an Schule. Es ging um einen Fußball. Ja, muss man irgendwie verstehen, weil so ein Fußball ist ja auch enorm wichtig. Hier anscheinend, sage ich jetzt mal, einige Krankenwagen, die hier zum Einsatz kamen. Gehen wir aber näher auf diesen Artikel drauf ein. Zig Verletzte und ein Großeinsatz der Berliner Polizei. Kostet übrigens alles auch unsere Steuergelder. Grund für diese Eskalation soll ein Fußball sein. Das berichten mehrere Schüler übereinstimmend. Der Streit um ein einfaches Spielzeug eskalierte in Neukölln derart, dass am Ende 49 Kinder und Lehrkräfte verletzt waren. Und nochmals Leute, ich war Jugendlicher, also in dem Alter, wo das hier stattgefunden haben soll, zu Ende der 80er Jahre. Und ganz ehrlich, ich kann mich nicht an so etwas erinnern, dass es so viele Verletzte jemals an einer Schule gegeben hätte, aufgrund eines Spielzeugs, also eines Fußballs. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nach wie vor postet es mir gerne unten rein. Hat sich etwas verändert? Womöglich? Vielleicht auch nicht? Ich glaube schon. Zahlreiche Verletzte, eingebrochener Finger und Faustschläge auf Polizisten. Ganz ehrlich, zu meiner Zeit waren Polizisten noch Autoritätspersonen. Ich hätte mir nie in den Sinn gekommen, einen Polizisten mit Faustschlägen anzugreifen. Was stimmt mit denen nicht? Das ist die Bilanz der am Montagvormittag eskalierten Auseinandersetzung einer Oberschule im Berliner Bezirk. Leute, was stimmt bei euch in Berlin nicht? Beginn dieser Auseinandersetzung war anscheinend, dass zwei Gruppen von Halbwüchsigen aufeinander gestoßen sind, anscheinend genau wegen dieses Fußballs. Der eine hat dann irgendwie Pfefferspray rumgesprüht, hat dieses fallen gelassen und die andere Gruppe hat dann wiederum dieses Pfefferspray genutzt, sage ich jetzt mal, um wiederum diejenigen anzugreifen. Also auf der einen Seite natürlich Kindergarten, aber anscheinend ist es ja heute ganz normal, dass man einen Reizgas mit in der Schule mitführt. Was nun als sehr dramatisch zu bewerten ist, dass wiederum Lehrer angegriffen wurden. In der heutigen Zeit leider keine Ausnahme mehr. Immer mehr Schüler greifen ihre Lehrer an. Und ganz ehrlich, das geht überhaupt nicht. Wie gesagt, ist natürlich auch wieder ein ganz besonderes Klientel. Laut Polizei mischte sich ein weiterer 50-Jähriger ein und attackierte den Älteren des Duos mit Faustschlägen. Woraufhin auch die anderen Jugendlichen um sich schlugen. Also so eine richtig fette Massenschlägerei. Als zwei Lehrer die Schlägerei beenden wollten, wurden sie von der Polizei zufolge ebenfalls angegriffen und mit Reizgas besprüht. Anscheinend heutzutage ganz normal. Auch die Schulleiterin wollte den Streit schlichten, wurde dabei auch von den Jugendlichen geschubst. Dabei sei sie unglücklich gegen eine Wand gefallen und brach sich einen Finger. Sie kam in ein Krankenhaus. Und nochmals, das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben. Und nun kommen wir zu dem Punkt, wo dann noch der große Bruder geholt wurde, sag ich mal, auch ganz normal in der heutigen Zeit. Die Polizei rückte mit mehreren Funkstreifen an und beruhigte zunächst die Situation. Also das Ganze wäre dann schon erledigt gewesen, es war ja schon schlimm genug. Doch den Angaben zufolge war das nicht das Ende der Gewalt. Laut Polizei erschien der große Bruder des 15-Jährigen aus dem Duo an der Schule und schlug einen Polizisten mitten ins Gesicht. Also geht's noch? Der Beamte brachte den Schläger zu Boden, wo der 21-Jährige eine Platzwunde an der Lippe erlitt. Und nochmals, ihr lieben Berliner da draußen, ich weiß, einige schauen hier zu, was stimmt bei euch in Berlin nicht mehr? Aber weiter im Text, Leute, und es bleibt spannend. Der große Bruder anscheinend hat eine medizinische Behandlung abgelehnt, aber wie gesagt, er war anscheinend schon wieder so fit, dass er einmal die Beamten beleidigen und bedrohen konnte und dieser wurde vorläufig festgenommen. Gut so. Nach wie vor, wir reden hier über 49 verletzte Leute an einer Schule.
Wie auch steht, die traurige Bilanz, 49 Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte wurden durch das versprühte Pfefferspray verletzt und mussten vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Also nach wie vor diese Pfeffer-Reizgas-Geschichten, sag mal, das sind Tierabwehrsprays, sag ich jetzt mal, was hat das an einer Schule zu suchen? Eine Lehrerin, die Asthmatikerin sein soll, kam nach Bildinformationen in ein Krankenhaus. Ja, schlimm genug. Und ganz ehrlich, ich verstehe es so gut, dass mittlerweile keiner mehr Lehrer werden möchte und schon gar nicht in Brennpunktschulen. Die an der Schlägerei beteiligten Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Ja, super. Mal ganz ehrlich, so vielleicht eine Nacht im Knast wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Aber gut, ich weiß, in der heutigen Generation ist ja, sag mal, das Ganze so ein Ritterschlag, wenn man sagen kann, ich habe eine Nacht im Knast verbracht. Ja, komische Zeiten. Die Gemeinschaftsschule in Gropiusstadt, die von der 1. bis zur 10. Klasse dauert, berief derbe ein Krisenteam ein und zog Schulpsychologen hinzu. Ob die Schwestern so traumatisiert gewesen sind, ich weiß es nicht. Ich persönlich halte nicht so viel von Psychologen. Aber ganz ehrlich, man sollte doch das Problem eher an der Wurzel anpacken. Zudem sei die Schulaufsicht informiert worden, wie ein Sprecher der Bildungsverwaltung mitteilte. Wir bleiben weiterhin im Austausch, um die bestmögliche Unterstützung für die Schule sicherzustellen. Und die Direktorin konnte dann auch am Dienstag gleich schon wieder weitermachen. Aber nach wie vor, bestmöglichste Unterstützung. Das Kind ist doch schon in den Brunnen gefallen, besonders in solchen Schulen. Wie gesagt, wie hier eine Lösung ausschauen soll, ich weiß es persönlich nicht, weil ganz ehrlich, es kann so nicht weitergehen, aber eine Lösung sehe ich auch nicht. So Leute, lassen Sie mal weiterlesen, weil dann sehen wir ganz, ganz genau, wo der Hase denn läuft. Und die meisten von euch da draußen haben es wahrscheinlich schon geahnt. Wiederwachschutz an Brennpunktschule. An der Gemeinschaftsschule werden etwa 750 Schüler von fast 100 Lehrkräften unterrichtet. Der Anteil der Jugendlichen nicht deutscher Herkunftssprache lag laut Tagesspiegel im Jahr 2022 bei 81,3%. Dass sowas auf Dauer nicht gut gehen kann, das sollte jedem klar sein. Die Schule gilt als Brennpunktschule. Nach Bildinformationen haben alle bei der Schlägerei beteiligten Jugendliche Migrationshintergrund. Also wer sich jetzt hier noch wundert, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Und es geht ja noch weiter, Leute. Und wie gesagt, auch das finde ich extremst dramatisch und absolut befremdlich. Die Einrichtung in Neukölln wird seit vergangener Woche wieder vom hauseigenen Security-Kräften bewacht. Geht's noch? Was stimmt mit diesem Land nicht? Der Bezirk hatte den Wachschutz im Sommer aus finanziellen Gründen zunächst eingestellt. Ja, klar, wie gesagt, es ist auch kein Geld da. Aber ganz ehrlich, wo sind wir denn in diesem Land hingekommen, dass Schulen von einer hauseigenen Security-Kräften bewacht werden müssen? Also ich persönlich möchte in so einem Land nicht mehr leben. Tja Leute, was soll man sagen? Das zarte Pflänzchen der unkontrollierten Massenmigration trägt so langsam Früchte. Und die wenigsten da draußen hätten wahrscheinlich geahnt, dass es mal so weit kommen würde. Obwohl es gab ja viele Stimmen, die hiervor gewarnt haben. Und jetzt müssen wir die ganze Suppe auslöffeln. Meiner Meinung nach ist eine Besserung auf absehbare Zeit auch überhaupt nicht in Sicht. Außer die Politik verändert sich, sage ich jetzt mal, und greift mal hier einfach ordentlich durch. Ansonsten wird es immer schlimmer, schlimmer und schlimmer werden. Eure Meinung genau zu diesem Thema schreibt mir gerne hier unten rein. Vergesst mir nicht das Abo, nicht das Like. Für euch zum Ende nochmal wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.